Guck mal, da unten ist ein Parkhaus. Kostet die halbe Stunde. Das kannst du dir nicht leisten, Junge. Da muss ich weiter, sorry. Haben Sie eine Panne, oder? Nee, ich warte nur auf einen Rückruf und wollte eine rauchen und muss mich jetzt entscheiden, in welche Richtung ich fahre, bis ich nicht den Rückruf verhalten habe und deswegen rauche ich jetzt erstmal eine und entscheide mich dann, in welche Richtung ich fahre. Warum parken Sie dann nicht auf dem Parkplatz? Weil ich sehr gerne die Autos beobachte. Auf dem Gehweg. Also ich würde sagen, hier passen noch mindestens drei Elefanten nebeneinander, aber wenn sie das so stört, fahre ich den Wagen. Ja, das mag sein, aber ich meine, Fußweg und Autos und so ist ja immer. Ja, Sie haben recht, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, ja. Denk nur, die was können machen, was sie wollen hier, dieser Affenjunge von der Zeitung da, Lügenpresse. Der parkt ja hier, ich sag, haben sie eine Panne? Kann man irgendwie helfen? Nö, ich wollte bloß auf den Rückruf und wollte eine rauchen. Ich sag, da parken sie hier mitten auf dem Fußweg und nicht auf dem Parkplatz. Er meint, da passen ja locker noch drei Elefanten durch. Ich sag, da drüben geht's doch ja auch nicht, das ist ein Fußweg. Ja. Also, denk mal, hier können wir machen, was sie wollen. Oh, ich glaube, da ist der Makler. So aus. Ja, ein bisschen Zeit ist ja noch. Können wir noch eine Qualmule schick? Ja. Geht so, ne? Das ist schön. Wieso? Was? Auch nur so. Hä? Was doch, es ist immer schlimm und hoffnungslos. Bei dir, ja. Ja, ja, also ist alles wie immer. Ja. Uff, warte. Mein Auto. Ein Affe oder was? Was? Also, wenn wir mein Auto da wegfahren sehen gerade. Ach, ja. Jetzt brauchst du auch nicht mehr gucken. Ich sehe nichts. Also was du hier da schon wieder für ein Kraut raus? Das kommt. Oh, das ist gut, das Zeug. Das habe ich oben in der Wüste gepflückt. Sicher? Ja, unter die Steine. Da wächst dunkles Schattengras. Das ist wahrscheinlich Elefantenkacke, was du da raus. Könnte sein. Ja. Aber ohne Dampf keinen Kampf, ist scheiße, ja. Hauptsache es qualmt. Ja, sicher. Aber mach ruhig weiter, so ist gut. Schwarze Grüße. Warum? Kann man demnächst hier mit deiner Lunge hier die Straßen neu teeren? Ja, komm, wir nehmen mal die Schlaglöcher weg. Ja, eben. Aber bloß mal kurz reinhusten und dann. Das nicht, Einsatz, Olaf. Ja, alles für den Dackel, du weißt doch. Was? Mach das nie wieder. Nein, Junge, ist ja nicht wegen Geruch, aber ne, es brennt halt so in den Augen. Duschst du eigentlich nach dem Sport, Olaf? Du was? Ob du nach dem Sport immer duscht. Was ist das? Boah. Ob du nach dem Sport immer duscht! Alter, schrei mich doch nicht an, bist du kernbehindert? Ich hab dich doch verstanden! Ja, stimmt eigentlich. So, gucken wir mal hoch, oder was? Bevor mich hier das Kraut noch außer Sandalen. Sterne, ich kann hier auf die Nuss gehen, da siehst du auch Sterne. Du musst ja jetzt mal hochgucken. Das Outfit, was er da hat, würde dir stehen. Ja. Und der da? Nicht? Oh. Das ist nicht so eher deins? Jetzt hast du auf den gezeigt, jetzt kommt der her. Ja. I got some great projects that need outsourcing. Ja, halt die Schnauze, geh einfach weiter, du Lump. Hoffentlich wirst du überfahren. Hat er dich jetzt beleidigt, Junge? Dich? Also halt mich zurück. Guck mal, hier kannst du im Winter bestimmt schön Schlittschuh laufen, ja. Hier kannst du schön Schlitten fahren. Ja, auch. Immer oben angesetzt und... Oh, Alter. Bis zum Strand. Oh. Jetzt noch steiler gemacht. Das ist bestimmt für den Rollstuhlfahrer hier. Ich wollte gerade sagen, hier Rollstuhl? Nee, Roll. Ja, wenn du da runterrollst, hast du dich bestuhlt, ja. Wenn du dich da runtergerollt hast, hast du dich bestuhlt, das ist richtig.
Pinklong. Wenn er jetzt fragt, warum du noch mit dabei bist, darf ich sagen, du bist meine Schwester? Ja, sicher. Okay. Oho. Olaf, ruf doch mal an hier. Ich setz mir mal. Also mach den Hosenstall zu. Um, muss ja immer lüften. Boah, deswegen stinkt's hier so. Nee, das war vorher schon. Olaf. Tauchstumm spielen, ich, ja, X mal kann man machen, aber. Olaf. Was ist? Ist das Kunst? Oder kann das weg? Ja, eher weg. Aber auch. Schickes Büro. Naja. Oh. Na, Wind. Hallo, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ist einer von Ihnen der Herr Meier? Ja, das bin ich. Achso, hallo Herr Meier. Ja, guten Abend. So, denn, erzählen Sie mal, was stellen Sie sich vor? Ja, ich war ja letztens schon mal bei Ihnen und hatte nachgefragt, was denn so das günstigste Wohnobjekt zum Kaufen quasi wäre. Ja. Und da sagten Sie ja, das wären wohl diese Häuser da oben hier für 240. Genau, ja. Und da hatten Sie mir ja den Vorschlag gemacht, dass man das eventuell auch mit einem Kredit quasi lösen könnte. Ja. Also nach längeren oder nach einigen jetzt drüber schlafen, würde ich mir das Angebot gerne mal genauer anhören. Das Angebot muss ich nur leider ein wenig verändern. Und zwar. Oh, ist billiger geworden? Nee. Leider in die andere Richtung. Weil die Häuser, die Sie ansprechen, sind jetzt schon alle weg. Das ist belastend. Ich kann Ihnen das günstigste, was ich gerade heute aktuell habe, ist für 359.000 ein Apartment hier mitten in der Stadt. Ist 800 Meter von hier weg und ungefähr einen Kilometer weit vom Autohaus weg und ungefähr 800 Meter vom PD weg. Also sehr, sehr, sehr zentral. Ja. Eventuell, wenn Sie lieber aufs Land möchten oder lieber eine günstigere Preiskategorie, eventuell bekomme ich heute Abend oder heute Nacht oder morgen oder übermorgen was günstigeres rein. Wie viel günstiger denn? Genauen Preis kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Okay. Ich denke aber mal, das wird sich so zwischen 100 und 250.000 irgendwo einpendeln. Okay. Ich habe auch schon mit der Presse geschrieben, dass wir halt momentan nicht vernünftig arbeiten können, sage ich mal, ne? Und die werden da auch noch einen Artikel zu verfassen. Okay. Ja. Und ich hoffe, dass das denn genug Druck ist, dass ich auch irgendwie diese künstlich gemachten Marktpreise runterdrücken kann. Weil ich möchte natürlich meinen Kunden möglichst gutes Angebot machen können, ne? Und jetzt das günstigste für 359.000 schockiert mich selber, obwohl es halt ein schönes Apartment ist, aber. Ja, aber woher nehmen? Ja, richtig, genau. So sieht's aus, das stimmt. Also ich habe jetzt ein bisschen was auf dem Konto. Also ich wäre jetzt bei knapp 130.000. Ja. Also wenn wie viel hatten Sie jetzt gesagt? 359? Ja. Es das sind ja dann immer noch 220 knapp. Ja, ja. Wir könnten mit der Bank reden, ob sie da einen Kredit bekommen. Also ich kann Ihnen auch einen Kredit geben, nur dann muss ich selber zur Bank und einen Fraktionskredit aufnehmen und ihn berechnen. Die Zinsen bei Fraktionskrediten sind immer höher als bei einem Privatkredit und deswegen würde
ich einfach sagen, dass wir zusammen zur Bank gehen und sie einen Privatkredit aufnehmen. Okay, wie sind da die Konditionen so? Wissen Sie das? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kommt auch immer auf die Höhe des Kredits drauf an. Okay. Ich weiß nicht, wie unbedingt brauchen Sie denn eine Immobilie? Sind Sie denn fest angestellt oder? Nee, aber das ist mein Ziel. Ja, ja, gut. Wo möchten Sie denn hin? Ich möchte eigentlich mich beim PD bewerben. Okay. Also der Herr Meier, das ist der Polizeichef. Ja. Der andere Herr Meier. Ja, genau, mit dem hatte ich schon das Vergnügen, ja. Also ja. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie eine Wohnung erst brauchen, oder? Nö, aber ich hatte schon mal das Gespräch gesucht bezüglich Bewerbung, ja. Und da hatte er halt darauf hingewiesen, dass dies schon wichtig wäre, weil schließlich ist ja das Polizeiorgan auch dafür zuständig, dies nachzuverfolgen, wenn das Leute halt nicht haben. Ja, aber glauben Sie mir, der Herr Meier verfolgt da gar nichts nach. Der ist auch ein großer Verfechter des des freien Lebensstils, mhm. Und da ist er der Zollbeamte, der das kleine Arschloch, sage ich mal. wir können, ich will Ihnen irgendwie helfen, ich weiß aber noch nicht so genau wie. Also ich kann auf jeden Fall mal Ihre Kundendaten aufnehmen. Ja. Ich glaube, die haben wir die schon aufgenommen. Nee, wir hatten letztes noch mal gesprochen. Ja. Wenn ich denn was Günstigeres reinbekomme, mhm. kann ich mich bei Ihnen melden, oder wir können jetzt, ich weiß, dass ein Banker da ist, weil ich gerade noch mit dem gesprochen habe, wir können zur Bank fahren, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt unbedingt die Wohnung haben. Ja, anhören würde ich mir das schon mal. Also. Ja, wir können auch uns die Wohnung erstmal angucken fahren. Mhm. Ja. Was sind jetzt so meine Vorschläge? Was sagen Sie? Was ist Ihre Intuition? Ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns mal die Immobilie an und dann gehen wir einfach mal zur Bank und ich sag mal, anhören kann man sich's ja mal, ne? Ja, ja, gut. Dann. Oder Brian, was hast du? Ja, ich suche übrigens auch noch. Ja, ja, für Sie gilt denn das Gleiche, ne? Das habe ich mir fast gedacht. Oder können wir nicht eine WG machen? WGs dürfen wir nicht mehr machen, nein. Da dürfen Sie sich auch beim Zoll bedanken. Toll. Und als Ehepartner? Denk nicht mal dran, Olaf. Ich meine, das hätte die jede Menge Geld gespart, Brian. Ja, da zahle ich dir was doppelt dafür. Wir haben hier tatsächlich auch ein Pärchen, also ein verliebtes Pärchen, aber die dürfen noch nicht mal heiraten. Ja. Okay. Ja. Das ist natürlich schade, ne? Was hast du hier für einen Start ausgesucht? Ja gut, ich meine, dass ich dich jetzt nicht, also ich hätte jetzt so eine Scheinehe mit dir bevorzugt, aber wenn du sagst, du bezahlst das Doppelte lieber da dafür, dann kannst du ja mein Apartment einfach mitbezahlen und dann Dann bezahlen sie das Dreifache, also ich kann ihnen ihres fürs Doppelte zahlen. Oh, Happy Hour. Zwei für den Preis für drei. Haben sie denn vier Sitzer da, weil ich habe nur ein Zweisitzer-Auto. Ja, haben wir. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir gerade einfach mal zu dritt dahin, Hallo. Oder? Ja, das können wir machen. Dann machen wir das. Ja, super. Gut. Ich muss nur gerade an den Rechner und mir die Koordinaten. Ja, alles gut, wir warten. Alles klar. Portfolio, ne? Black Na. Desire, vielen lieben Dank für dein Follow, dankeschön. Ja, bitte? Audi fahren. Ich? Ne, fahr am besten jetzt mal selber. Warum? War klar, ich mit auf dem Gewissen nicht. Haben ist jetzt nichts. Ja, aber ich habe ein bisschen Angst, dass der liebe Herr Makler mein Auto vollkotzen wird. Also wenn ich fahre. Ja, denkst du, das passiert nicht, wenn ich... Dass der Junge, hier kann man die Reifen wechseln beim Fahren. Ja, nur weil ich so viel Gas gebe, weil sie nach hinten wegflutschen, aber... Eher nicht. Na, Verzeihung, ich werde gerade angerufen. Ja, kein Ding. Hi. Wir gehen schon mal in die Tiefgarage. Wir reden gleich. Wo waren wir denn jetzt? Black Desire, vielen lieben Dank für dein Follow, dankeschön und willkommen. Na, hier lang. Und Black Desire, danke für deinen Host, dankeschön. Und ich bin ein Muffin. Nee, vielen lieben Dank für eure Follows, dankeschön. Dispatch an die Medics senden. Weil? Als er den Preis gesagt hat. Ja, es ist
Ich meine, wenn die Bank jetzt nicht so Unsummen verlangt Ja, und ich Olaf. das nicht innerhalb von 2 Tagen bezahlen muss, dann. Olaf, die Bank will auch verdienen. Ja, natürlich will die auch verdienen, aber wenn die Hä, Kondition am wo Ende kam er denn trotzdem. her? Weiß ich auch nicht. Lol. Ini, deswegen hat er den schwarzen Mann. Houdini. Dachte schon, ich habe sie verloren. Nee, Ja, nee. aber das ist interessant, wo sie jetzt hergekommen sind. Aus dem anderen Eingang. Ui. Gut, ich steige hinten ein. In R6. Aha. Oh. Ja. Kann losgehen. Jawohl. Schönes Ding. Ja, der lässt ja gut fahren. Ja. Der Sound ist natürlich Bombe. Gerade in Tiefgaragen. Ja. Haben Sie denn was machen lassen dran, oder? Ich habe den so tatsächlich gekauft beim Also, Gebrauchtwagenhändler. ja. Ah, okay. Hat er mir vor Wie der viel? Nase weggeschnappt. Für Ich wie wusste viel, wenn ich nicht. fragen darf? 112. Aber das ist ja Schnäppchen. Ja, habe ich auch gedacht. Also ich habe damals noch vor der Wende habe ich auch einen R6 gehabt. Den habe ich, Vor glaube der ich, für Wende. 340 verkauft oder sowas. Das waren noch Ja. andere Zeiten. Ja, das ist, so Wie viel viel haben Sie kenne ich nicht. bezahlt? Glaube, mit Tuning habe ich ungefähr 300 bezahlt und für 340 habe ich ihn verkauft. Ja. Uff. Das ist schon, ja. Eine ordentliche Summe. Ja. Nee, aber als Makler, ne, das ist ja. Ich glauben Sie mir, ich würde Ihnen was geben, wenn ich es hätte, aber bei uns ist momentan komplette Flaute, Ja, weil gut, sich keine ne? Enkeltauschung Ja, mehr moin. leisten kann. Ja, wollte gerade sagen, ne? Also, wenn keiner was kauft, bleibt ja auch nichts hängen. Richtig, genau. Deswegen bin ich ja auch so hinterher, dass ich Ja. günstigere Preise Ja. bekomme. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich meine, es kann ja auch keiner kaufen, weil die Summen Ja, woher an nehmen, Bauern ja ne? gar nicht bezahlt werden Ja, können. Ja. richtig, genau, ja. Das ist ja für niemanden irgendwie macht das Sinn. Ja, deswegen kann ich Ihnen nur raten, gehen Sie zum Herrn Hansen von Wiesel News, sagen Sie dem, Von wir Wiesel wollen News? günstige, ja. Das ist der hier auf dem Parkplatz geparkt hat, da. Auf dem Fußweg geparkt hat. Weil er eine Oder rauchen wollte. Ich glaube, zu dem sollte ich jetzt nicht gerade gehen, aber. so, auf jeden Fall sagen Sie dem, die Immobilienmakler haben Scheißpreise, aber wir sind es nicht schuld. Es ist die Steuerfahndung oder der Zoll schuld und das Bauamt, weil die geben mir die Preise vor, für die ich die Immobilien bei denen erwerben kann. Ich glaube, die haben in der Schule damals nicht aufgepasst. Nee, in Mathe hinterm Pfeiler Und gesessen. ich habe tatsächlich eine Marge, also eine Gewinnspanne an den Immobilien von 20%. Das ist jetzt echt nicht viel. Nee. Ne? Alter, Rick, dann Und deswegen, ich Grüße. kaufe die schon so teuer ein. Ich würde sie Ihnen ja günstiger verkaufen, nur das geht Ja, nicht. gut, aber macht ja keinen Sinn. Ja. So, Im wenn wir Lotto jetzt mal gewonnen? gerade Was? langsam hier rechts reinfahren, das hier ist das Haus. Also hier hat man auch die Möglichkeit dann sein Auto abzustellen. Hier oder noch weiter? Ja, genau. Noch weiter, genau. Ja, hier, sie leben hier maximal zu fünft. Ein Bewohner hat schon, wohnt schon hier, ne? Aha. Sie können hier ruhig gerade mal parken. Stell dich doch mal ordentlich. Ja. Ja, versuchen wir. Genau. So, wenn Sie auf dem Navi gerade aufgepasst haben, Hallo. wir sind ziemlich zentral in der Stadt, ne? Ja, das stimmt. Ist auch eine recht schöne Gegend, also hier hat man direkt Alter, den Rick, danke für dein Fluss. Follow, Olaf, geh hinten Dankeschön. rum. Wasser. Wie bitte? Ja, schon gut. Ich sag, hier hat man auch direkt den Fluss, ne? Also, Ach ne, eben, hier unten ist ja Dings hier. Ja. also auch kein weiter Weg, falls Sie mal dran denken sollten, sich ein Bötchen zu holen Ja, oder oder mal die sowas. Dusche nicht geht. Ja. Es ist
359.000 ist ein stattlicher Preis, ja. Ja. Aber für die Stadt ist es jetzt noch ein günstiger Preis. Deswegen, wenn wir jetzt hier reingehen, bitte nicht allzu viel erwarten, aber das ist. Lass es einfach mal auf sie wirken. Okay. So. Also. Es ist klein, es ist jetzt kein Neubau. Dafür 359. Ne? Man hat aber tatsächlich alles, was man braucht. Also wenn man mal hier ins Schlafzimmer geht, hat man einen Kleiderschrank mit Schauraum, ja, das ist ja, Schlafmöglichkeit. Da wir hier in der Stadt sind, hat man sehr guten Internetanbindung, ne? Mhm. Weil wir hier alles Glasfaser verkabelt haben. Dann haben wir hier das Bad. Oh, lecker Kiffi, Kiffi. Das Bad, muss ich sagen, da bin ich ganz stolz drauf, ist größer als in manchem Landhaus. Also, das muss man der Wohnung lassen. Ja, Sie werden sich wundern, die Landhäuser draußen, die haben noch kleinere Bäder. Ja. Okay. Ja. So, das wäre halt momentan das Günstigste, was ich da habe. Ansonsten kann ich es natürlich verstehen, wenn Sie auf günstigere Preise warten, genauso wie ich. Oder auf günstigere Immobilien, wenn die Preise so bleiben sollten. Ja, das wäre jetzt wirklich das Einzigste, was es noch gibt, oder wie? Nee, das ist nicht das Einzigste, was es noch gibt, nur es wäre das Günstigste, was es noch gibt, ja. Was wäre denn das Zweitgünstigste, also preislich? Zweitgünstigste preislich wäre wäre im Prinzip dieselbe Ausstattung. Die sind ziemlich baugleich, die Häuser, nur näher an die Hills gelehnt, also mehr in Richtung Vinewood. Etwas mit mehr Luxus? Mit der gleichen Ausstattung. Und moderner? Oh, 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 oh. Hört sich nie gut an. Ich setze mich mal lieber schon. Warum steht denn der immer wieder auf? Also sie möchten eine bessere Ausstattung haben, ne? Die Lage wäre ihnen egal. Also mal nachfragen. Also die Lage an sich ist eigentlich, also mir selber ist es eigentlich wurscht, sag ich mal so ganz ehrlich, aber... Also das nächste mit einer besseren Ausstattung wäre bei 600.000. Mein Herz! Au! Ja. Alles klar. Also wenn ich das über 70 Jahre abzahlen kann, dann würde ich das nehmen, aber... Die reichen nicht, Olaf. Die nicht. Ja. Yes, ich weiß auch nicht, wie man an das Geld kommen soll. Also wenn ich jetzt mal überlege, ich habe jetzt... Wir haben vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen haben wir gesprochen. In der Zeit habe ich wirklich geschuftet wie so ein Wilder. Ich habe hier Schlieren an der Hände, ich habe hier überall Splitter in der Arme vom Holz und alles... Und ich habe jetzt so 130.000 zusammen. Ich würde sagen, ich werd grad angerufen, tut mir leid. Oh ja. Race Hall, Immobilienmakler, hallo. So schwer ist das doch nicht. Daniel, was? 100.000. Alter, komm, wir machen mal lecker Kiffi Kiffi. Wer ist denn da bitte? Ah, okay, ich habe Ihre Nummer noch nicht eingespeichert, deswegen. Geht nicht ein Strip? Ja. Das ist... Ih, das klebt! Oh, Ja? Kratz dich mal bitte. An was? An deinem Holzkopf. Dann danke ich Ihnen. Hä? Dann weißt du auch, wo deine Schlieren an den Händen herkommen. Achso? Ah, gute Neuigkeiten. Das war gerade Wiesel News. Die wollen einen Artikel verfassen und mich interviewen. Vielleicht kann ich damit ja was erreichen. Für uns alle, ne? Ich würde es mir wünschen. Ja. Also ich meine, ich hätte die Wohnung genommen hier, also das wäre nicht das Ding, aber nicht für den Preis, ne? Ja, richtig, richtig, genau. Vielleicht, es wird ja auch schon reichen, sage ich mal,
wenn ich nur eine Wohnung runtergedrückt bekomme vom Preis, dass ich die wenigstens schon mal an ein paar Leute verkaufen kann, ne? Ja. Ich sag mal, das Ding hier, die Butze hier kaufen. Also Die ich ist halt. glaube, 150 wäre da schon uff. Ja, Ja, aber es das ist ist aber halt die Schmutz, ne? Lage. Die Lage ist halt der Hammer, ne? Ja, die, Dass der in ja, die das Haut da ist so ja, reinhaut. aber. Ja. Aber was Also, kostet wie denn gesagt. dann ein Haus in den Holly in den Weinhotels? Wenn das hier schon so teuer ist, dann muss das ja Millionen kosten. Richtig. Boah. Ja gut, ich sag mal, bei so einer Villa mit Pool, okay, ne? Ja, Ja, da würde ich also da auch wäre ich auch bereit, zwei so ein paar Millionen Millionen hinlegen. hinzulegen, wenn ich sie hätte. Aber hier für die Butze 600, ne Ja, Quatsch, was hatten wir jetzt, 359? ich Ist habe schon. tatsächlich schon einen Klienten, der in den Weinhotels lebt. Also, es ist möglich, sage ich mal. Mit wem hat der denn Aber geschlafen? mit der First Lady. Uff, wow. Nee, aber Guter Preis, es, Daniel. wenn man, Mach da sage mal ich mal, ein ordentlicher Bürger was. ist, dann man verloren. Also, ja. Da muss man wirklich, wie sagen, wie Sie gesagt haben, schuften, bis man umfällt oder schlieren an den Händen. Moment, ich werde nochmal Ja, angerufen. kein Thema. Ja. Tut mir leid. Ich bin ja absolut Hallöchen. nicht ungewillt, eine ordentliche Summe auf den Tisch zu legen, ne? Aber Aber weißt du, was ja. mir mal aufgefallen ist? Schon Du hast es wieder. ja bei den Paletten gesehen. Der Preis ging immer niedriger, aber alles wird teurer. Ja? Wohnungen werden teurer. Ich Ja? habe mir eben Essen und Günstigsten Trinken Wohnung mit geholt. zwei Ich habe Klienten. vorher für eine Wasserflasche, glaube Da ich, wären wir momentan 10 bei Dollar, 15 Dollar 329.000. bezahlt. Kostet jetzt über 20 Ach Dollar. du Scheiße. Alles wird teurer Die ist und mitten der in der verdient Stadt immer weniger. tatsächlich. Woher Also nehmen? 800 Meter bis zum PD, Irgendwie 800 musst du doch Meter mal bis zum hier Maklerbüro, vorankommen, irgendwie ein zu Geld Kilometer kommen. bis Ja. zum Autohaus. Olaf, weißt du, was ich jetzt mache? Inflation ist da. Werd jetzt Doch, das Don funktioniert. Milli oder Wenn so. man Vespucci als Ausgangspunkt nimmt. Überfall jetzt alle Leute. Hört denen Geld Ich ab. bin vorhin ins Holz gefahren und in der Mine gewesen. Es hat mir 28.000 gebracht. Wenn Ja. ich da auf 350 hochgehen will, dann Ja. muss ich ja. Herr Crawley, ich kenne Sie ja schon eine Zeit lang. Siehst Und du? ich Da sage ist noch kein Essen und Trinken mal, übrig. was Da bin sage ich schon ich tot, bis euch? ich das fertig habe. 11 Minuten einen Termin bei Sehe ich Visa schon. News, die wollen über die hohen, wahrscheinlich über die hohen Kosten einer Wohnung hier in der Stadt. Ich meine, man kann sich ja trotzdem mal spaßeshalber mal Doppelt die Bank anhören. an den, Da hat man einfach mal das schon mal gehört, wie das mit den Krediten da abläuft bei ja, denen oder was sorry, sie für ich wollte Konditionen nicht geben. abweisen, genau, sorry, ich bin Ich habe so irgendwas langsam gehört, durch. die spekulieren wohl auch an der Börse. Da kannst du wohl Aktien Also, kaufen. Habe ich genau. wenn Sie Und in ja, vielleicht sollten wir uns das einfach mal Ja, anhören. und dann bin ich pleite, toll. Ihr Mal müsst ja nicht drauf alles, achten investiert könnten, doch einfach also mal erstmal vielleicht tut sich da 5.000 oder was. sowas. Weil ich will mir das auch erstmal anhören. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wie lange es dauert, man überhaupt irgendwas zurückkriegt. Simplex. Ich melde mich, ja? Küsschen. Daniel, das ist ja auch vollkommen richtig, aber. So. Das war der Nächste, der rückwärts umgefallen ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Bei dem Ach ja, Preis. das glaube ich. Also ich meine, Oh. ja gut, Innenstadt, ne, alles schön und gut. Ja. Müsste man hier, was man hier noch renovieren müsste, alles, ne? Das stimmt. Ich meine, klar, wenn man kauft die Putze einmal, dann hat man die fürs ganze Leben quasi, aber. Ja, das ist richtig. Nur was, also ich habe auch noch so einen Gedanken gefasst, wenn man, wenn ich es jetzt nicht durchkriege, dass Preise günstiger werden, ne? Wären Sie halt als Zweit- und Drittbesitzer auch noch am günstigsten beteiligt hier an dem Gebäude, weil pro Besitzer steigt der Wert des Gebäudes auch und wenn wir denn einen absoluten, ja, das ist schrecklich, einen Mein Beileid für absoluten, den, der sich hier als Fünfter die Wohnung, die erste Wohnung holt. ja. Der ist dann Die bei eine Million. 700.000, ja. Ja, und wenn man sich denn
überlegt, dass die anderen sich die teuren Wohnungen gar nicht leisten können, kommen die Leute dann natürlich auch auf sie zu und sagen, ey, verkauf mir bitte deine Wohnung, ich kann mir nichts Teures leisten. Ne? Und sie können die denn natürlich nicht für 359 verkaufen, sondern sage ich mal für 380 oder so. Ne? Ja. Also es ist halt auch in gewisser Weise eine Geldanlage auf Langzeit gesehen. Weil ja, natürlich, aber ich meine, wenn du hier irgendwo behördlich arbeiten willst, bist du ja auf eine Wohnung angebunden. Richtig, das ich ist Ich will ja auch nicht mehr draußen auf die, ich schlafe jedes Mal in so einem scheiß Karton. Nein, ja. Ich meine, wenn du deine, die Wohnung hier teuer verkaufen willst, erstmal A, musst du einen Käufer finden und ja. B, musst du erstmal wieder eine andere Immobilie selber finanzieren können. Ja, natürlich. Damit du nicht auf der Straße lebst und dann eventuell deinen Job verlierst. Ja, gut, die andere Immobilie finanzieren, das geht ja. Wenn man die hier für etwas mehr verkauft hat. Ja, aber wenn das alle so machen, dann macht das auch keinen Sinn. Also dann sind die Preise auch wieder alle noch utopischer. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss erstmal zu Wiesel News mit denen reden, weil ich glaube, die Presse hat schon großen Einfluss, oder? Ja, weiß ich nicht, ne? Könnten sie, ja. Je nachdem. Ja, ne? Ich meine, wir können ja in der Zeit trotzdem schon mal zur Bank fahren, mal gucken, allgemein das mal anhören. Ja, dann würde ich Sie bitten, ja. Gehen Sie zum Herrn Neid, gehen Sie zum Herrn Schweizer, das sind die beiden Banker okay. hier in der Stadt, und sagen Sie denen, Sie kommen vom Ray, also Ray Saul. Oder können Sie die eventuell anrufen, mit denen einen Termin vereinbaren, wenn Sie da Connections haben? Kann das auch machen, klar. Kein Problem. Rufen wir mal an. Hi, ich stehe hier gerade mit zwei Klienten, die eventuell Interesse an der Immobilie haben. Die haben auch schon gewisses Eigenkapital. Nur es reicht halt noch nicht so ganz für den Kauf einer Wohnung. Ganz ist cool, ja. Ungefähr 220. Pro Person. Das weiß ich nicht. Also bei einem, bei einem weiß ich sicher, dass er 220 braucht. Und bei dem anderen Klienten weiß ich noch nicht so ganz, wie viel er braucht. Ein bisschen mehr. Würdest du einfach mal mit einen Termin mit denen machen? Also kann ich den. Nee, ich denke nicht. Also ich würde so 21.15 Uhr vorschlagen. Ach Gott, was ist ja, wie hat denn jetzt aufgelegt? 21.15 Uhr ist es in Ordnung bei den Herren? Jo. Ja. Ja, sorry, hab da. Ja, hab's gemerkt. Achso, der Lee wartet an. Achso, okay. Dann, okay. Ja, dann sage ich den Herrn Bescheid. Alles klar. Ja, aber dann mit. Ja, machen wir. Ja, machen wir, machen wir. Ich bin auf dem Weg. Let's go. Ciao. Bla bla. So, also sofort. Sofort? Oh, ja, okay. Läuft. Brian. Ja. Was denn? Hä? Der macht dich wieder so breit im Türrahmen, Junge. Ich bin so breit. Junge, muss man bitte Sport treiben. Ich habe vergessen, aus dem Pullover den Kleiderbügel rauszunehmen. Deswegen ist mir auch mein Kreuz so breit. Ja. Kannst mal nur am Kreuz liegen. Wenn nur das wäre. Soll ich sie auf dem Termin begleiten oder kann ich sie in die vertrauensvollen Händen meines Bankers geben? Wie Sie möchten, oder? Weil ich habe halt um 21, um 21 Uhr den Termin mit Weasel News zugesagt. So. Die wollte ich jetzt nicht unbedingt warten lassen, nicht, dass sie noch was Schlechtes über mich schreiben. Nee, alles gut. Das ist richtig. Soll ich sie da rauslassen? Das wäre wundervoll, da wollte ich sie nachfragen. Das kriegen wir doch hin. Das ist super lieb. Jetzt werde ich schon wieder anrufen.
Ich bin immer noch im Gespräch. Viertelstunde. In der Bank. Ja. Oha, das ist schon. Dann geh schlafen. Der richtige Parkplatz für mich. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen. Wir aber noch alle da. Olaf. Ja, bitte. Halt die Schnauze. Ich ruf dich sofort wieder an, Moment. Quatsch, nicht dazwischen, hab grad telefoniert, Mann. So. Dankeschön, dass Sie mich hier rauslassen. Ja, wir danken Ihnen. Der Herr Schweizer wird Ihnen hoffentlich ein gutes Angebot machen. Ja, mal sehen, ne? Eventuell dann bis später. Alles klar, danke. Dankeschön, erstmal. Olaf, kommst du nach vorne? Achso, ja, natürlich. Olaf, du weißt doch, statistisch gesehen stirbt als erstes immer der Beifahrer. Ich geh wieder hin, einen Moment. Nee. So, wo müssen wir jetzt hin zur Bank, ne? Ja. Weißt du, wo die ist, oder? Soll ich dir das hier ins Navi eindipseln? Olaf, ich kann dir auch gleich was in dein Navi eindipseln. Na, guck mal. Weißt du, wo die Bank ist? Du hättest da rechts, du musst du. Müssen tue ich gar nichts. Ich hätte dort abbiegen können, ja. Aber ich kann auch der Umwelt was Gutes tun, ein bisschen länger fahren mit meinem schönen Diesel. Ja. Bisschen ein paar Rußpartikel filtern. Ja, ja, da war nämlich dieselfreie Zone, weißt du? Deswegen muss ich hier ein bisschen weiterfahren. Ah. Damit das Sinn macht, so die. Hast keine grüne Plakette, wa? Was? Hast keine grüne Plakette, wa? Nee. Ah. War, die 5 Euro waren mir zu teuer, 5 Dollar waren mir zu teuer dafür. Verunschandeln die ganze Frontscheibe. Was? Ja, die verunschandeln die ganze Frontscheibe. So. Wer denn hier? Wenn ich jetzt geblitzt werde. Wer soll denn hier blitzen? Der liebe Gott, der macht Fotos von uns. Triff dich bloß beim Kacken. Ach, das wäre zu schön. Also, wenn es dich treffen würde. Fährst du jetzt mal los, oder? Olaf, bei Rot musst du stehen bleiben und bei Grün darfst du fahren. Was verstehst du daran nicht? Junge, Junge. Bist hier links gemusst? In jeder Farbe ist ein bisschen grün. Ach, hier bleibst du jetzt stehen, ja? Ich, ja, ja. Erst dreimal über Rot fahren und dann. Da, wo wir rum müssen, bleibst du stehen, oder was? Natürlich, dreimal. Da hangen drei Ampeln. Da lagen? Hast du gerade. Hangen! Da lagen. Junge. Die hangen. Da steht einer, guck mal. Ja, wo kommt der denn her? Oh, guck mal, der Kredit kann jetzt niedriger sein. Ich habe jetzt wieder 200 Dollar bekommen. Wow, ich auch. Das haut's natürlich raus. Ich habe jetzt schon 130.650. Wahnsinn. 1000 Dollar habe ich noch in der Tasche. Habt ihr schon mal ein tolles Telefon gesehen? Irgendwas mit 90. Eigentlich müsste ich das die ganze Zeit so offen lassen. Alter, fahr doch an die Seite, Mann! Guck mal, du hast doch gerade Zeit hier, wa? Was? Guck mal hier auf mein Handy, guck mal mein Hintergrundbild, was ich hab. Alter, ist das dein Ernst? Geil, oder? Kann man sich so einen Scheiß da hin machen? Bad. Best, wo gibt? Ich kann, na. Warum geht ja eigentlich irgendwo mein Radio? Alter, kann ich auch die Musik kann hören. Ich aussteigen? Mein Radio geht nicht. Ja, genau, das ist die richtige Musik, ja. Erst lecker Kiffi Kiffi in der viel zu teuren Bude gemacht und jetzt hier. Guck mal, da steht meiner.
das denn? Alter, geh doch aus! Was ist das für ein Auto? Ich hab jetzt mal dein Radio ausgemacht, hier, du Scheiße da, Junge. Oh, guck mal! Ne, ist ja, da ist meiner. Aber in dem Grau gefällt mir fast ein Ticken besser. Ja, hab ich auch gerade schon gedacht. Ich meine, ich war eh noch am Überlegen, eine andere Farbe hier für das Auto zu holen. Weil die ist, das ist ja noch nicht mal Babyblau, nicht mal normales Blau. Uff, oh. Ja, das war knapp, ne? Ja. Ich bin Präzisionsfahrer. Da liegst du mal präzise voll daneben. Das ist ein anderes Thema. Mach mal deine Tür zu, ja. Muss ich hier irgendwie was ziehen? Ziehen, der ganze am Schniebel ziehen. Gleich an deinem Schniebel. Wir hätten uns noch einen Anzug holen sollen. So war es auch eine Beerdigung? Passt besser zu der Butze. Hier renne ich auch nackt rein. Mit der tollen Innenausstattung. Banker? Was ist der Banker da hinten? Das ist bloß. Olaf. Ja. Kannst du mal bitte hier Diskretions. Hast du einen Krampf im rechten Handgelenk? Eine mit rechts. Butze hat bestimmt einiges gekostet hier. Das Apartment da 59.000 kostet. Jetzt 2 Dollar höchstens. Schätze? Ich glaube 2 Dollar der Butze kostet bestimmt hier so ein Krümel auf dem Boden. Danach unbedingt mal zum Shop fahren, ey. Hast du schon wieder Hunger? Aber wie, ey? Na, gib mir 10 Dollar, gebe ich dir ein Sandwich. Weit. Hab ich dir letztens Trinken mitgebracht. Aber deine Armut kotzt mich an, ey. An die Sandwiches komme ich auch nicht mehr ran, ey. Mal was anderes futtern. Ist das von letzter Woche? Ja, ja. Ja, gut. Das oben drauf ist übrigens kein Schimmel, das ist Special Effects. Aha. Sie geben jetzt nicht wirklich eben ein vergammeltes Sandwich, oder? Wie bitte? Sie geben jetzt nicht wirklich ein vergammeltes Sandwich, oder? Doch, ach, alles gut. Das ist vergammelt. Ah, das ist hier Frischkäse, ne? Das ist Frischkäse, nein, das ja. Das ist Special Effects. Special Effects. Auf dem Kuchen ist Puderzucker und er macht aufs Brot immer so ein bisschen. Ja, egal, ja. Lassen wir das. Ja, okay, ich kann mir vorstellen. Und ich kann mir nicht. Ich will es mir nicht vorstellen. Ich lasse es lieber. Nein, das wollen sie wirklich nicht. Ich kann nicht mal Flüssiges geben. Ich kann nicht gleich nicht laufen, ich bin hier eingesperrt. Warten Sie mal. Ja, ich warte auf den Banker. So. Aber wir sind ja in der Bank, nicht im PD, ne? Nee, auch wenn gut. Die Gitterstäbe sind. Ja, ich frage ja bloß, weil Sie sagen, Sie sind da eingesperrt. Ja, der hat die Tür abgeschlossen. Wow. Ja, aber ist auch gut so. Wir wollten sowieso nur zusammen gehen, also ist alles gut. Arbeiten Sie hier? Nee. Aber wenn Sie einmal da hinten stehen, kommen Sie da hinten an den Tresor ran? Olaf, Tresore sind immer im Keller. Das ist korrekt. Ja, aber dahin geht's auch in den Keller, oder nicht? Ja, oh. Ist zu. Ist immer zu. Aber schade. Wir hätten auch beim Tragen geholfen. Beim Raustragen. Das ist mir schon klar. Ja, reinbringen wollen wir hier nichts. So, ich gebe hier einfach beiden zwei. So. Dankeschön. Kann ich auch was zur Linken geben, wenn Sie möchten. Guck mal, die sind auch mit Special Effect. Die sind, ja. Nee, die sind nicht mit Special Effect, die sind Flüsch. Flüsch? Ich hab das gekauft, ja. Yeah. Im Storm der Ecke. Oh, ja, kann man essen. Gib sie mir für später auch. Oh, Kaffee! Och. Jo. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Oh, Kaffee. Geil. Ihr habt noch keinen Kaffee gehabt? Nee. Ja, heute noch nicht. Das ist zu teuer. Ich wusste noch nicht mal, wo es Kaffee gibt. Es gibt Kaffee. Stimmt, am Kaffeeautomaten, ne? Entweder Kaffeeautomat oder Sie können, wenn Sie mal kurz auf Google Maps gehen, direkt hinter der Bank,
In der Clinton Avenue, da ist ein Kiosk, das war ein kleines Geschäft, da können Sie ja auch Kaffee kaufen. Okay. Gut zu wissen. Hat der gute Herr was gesagt, wenn er da ist? Nee, das bleibt bei dem Kunden am Sprechen, kann ich nicht sagen. Oh, da hinten kommt. Da läuft doch jemand. Ja. Ist doch offen. Selbstverständlich, Ihnen auch, ne? Gut, danke schön. Bis dann. Danke. Das tut mir natürlich leid. Ich glaube, wir hätten die Sandwiches nicht essen, du. Nee. Ja, hallo, die Herren. Ja, hallo. Scheiße, mein Name. Grüße. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, der Herr. Oh, ich habe einen Namen vergessen. Ray? Ray? Der ja. Immobilienmakler. Ja, ja, genau, mein Freund. Genau, der hatte mit Ihnen telefoniert und den Termin ausgemacht. Ja, hatte. Genau. Ja, dann die Herren, sind Sie im Doppelpack oder Einzeln? Nur, dass ich das weiß. Uns gibt's nur im Doppelpack. Ja. Nur im Doppelpack. Die M&Ms, Meier und Mills. Dann kommen die. Dream Team. Ist schon wieder los. Dann fahr ich schon mal zum Auto aus, ne? Ja, fahr ich zum Auto aus. Schönen Tag Ihnen noch. Ja, danke schön nochmal. So, Dito. Gerne. Kommen Sie doch mal bitte rein. Also, ist verständlich. So. Dann bitte schön mal die Treppe rauf ins Büro. Jawohl. Arme Programm. Ja. Och, meine Fresse. Oh, boah. Alter. Oh, ui, ach, hier ui, sind ui. Schon. Oh, ich sitze. Oh. Ja, ich stehe immer. Schön, die Herren. Ja. Ich komm mit meinem Dicken. Wollen Sie was trinken? Nee, danke. Wir haben gerade einen Kaffee bekommen von dem netten Herrn da unten. Gut. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Erzählen Sie mal. Ja, also. Am meisten helfen würden sie uns, wenn sie die Preise der Immobilien senken würden, aber ich glaube, das würden sie nicht. Das kann ich leider nicht. Ich bin der Henker. Ja. Ja, das Problem ist, also wir haben jetzt gerade mit dem Herrn Ray gesprochen wegen Immobilie und ja, die Preise sind natürlich uff. Uff, ja, das weiß ich. Aber wir würden uns trotzdem, trotz allem halt. Trotzdem mal gerne ein Angebot anhören, wie das denn überhaupt ablaufen würde, wie denn die Konditionen wären bei so einer Summe. Ja, wie hoch ist denn die Summe? Also bei mir würde sich so um die knapp, ich sag mal so 220.000 drehen. Wäre kein Problem eigentlich. Und bei Ihnen? Ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt um die 95.000 auf der Bank. Und das heißt, wie viel bräuchten Sie? Wie teuer ist die Wohnung? 359. 359? Die sind irgendwie gestiegen. Ja. Über Nacht. Irgendwie. Also wären wir bei Ihnen bei ungefähr 264. 260. Ja. 260. Also um den Dreh. Ja gut, dann schauen wir das kurz an, ob das machbar ist. Das mit den 220.000 ist machbar. Jetzt bei Ihnen, jetzt die Herren, sind Sie angestellt oder wie sieht das aus? Ja, noch nicht. Noch nicht? Nee. Deswegen suchen wir ja nach einem festen Wohnsitz. Also nein, ich meine Teilzeitarbeiter. Ich meine Ja. Teilarbeiter sind wir. Ja, regelmäßig. Ja, das ist ja gut. Dann rechnen wir das kurz aus. Wie stellen Sie sich denn das vor? Über wie viele Tage würden Sie denn den Kredit abzahlen? wer denn das längste? 14 Tage. 14? Ah, okay. Das wäre das längste. Was denken Sie? Also wenn wir die 14 Tage nehmen würden, ich meine, wenn ich jetzt mal 260 durch 14 rechne, das wird ja pro Tag ein hartes Stück Arbeit. Warte, kurzen Moment, dass ich nicht 260, dass ich mit dem Zins fast 400.000. Was? Ja, ja. Alles klar, danke für das Gespräch. Wie raus. Bei 220, wo kommen wir da raus? Bei 220 sind wir ungefähr bei 340.000. Das sind ja so grob. Herren, ich muss Ihnen natürlich sagen, wenn Sie Häuser kaufen und den Kredit nicht zurückbezahlen, ist der Traum ganz schnell vorbei. Dann können wir die Häuser
Ja, das ist ja klar, Ja, das also ist ja ist das logisch. für die Bank und den Staat eine Win-Win-Situation. Ja. Korrekt, richtig. Nur wir verkacken. Nur sie verkacken. Aber so richtig aufs Brett. Richtig. Ja, nee, ja, dann ja, bleibe ich wahrscheinlich erstmal bei meinem Karton. Außer. Ja. Ja, nein, kann ich nicht machen. Wie bitte? Nein, ich hatte was im Kopf, aber das kann ich nicht machen. Können auch kurz die Türen aufmachen und kurz einen Kaffee trinken gehen. Wir kümmern uns um alles, kein Problem. Wir sind im Auto da, es geht schnell. Wir tragen auch nicht mehr raus, als was wir brauchen. Richtig. Nein, wirklich, leider nicht. Ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen. Also ich meine, also ganz ehrlich, also natürlich müssen Sie auch was verdienen, gar keine Frage, aber das ist ja. Es geht nicht mal darum. Es ist, Aber was sind das für Zinsen? Das sind ja 45% Zinsen. wie mache ich? Also, Nee, ach wenn Quatsch, das ich sind ja fast Ihnen 80. jetzt, kurz Moment, wenn ich jetzt, das müssen Sie jetzt, sich jetzt im Klaren sein. Wenn ich Ihnen jetzt Geld gebe, dann das ist mein privates Geld. Dann belassen wir es bei einem Zins pro Person. Das heißt, Sie bezahlen mir der mit dem größeren Kredit 280.000 zurück und der mit dem kleineren 240.000. Innerhalb von 21 Tagen. Hört sich doch schon ganz anders Das an. wäre aber mein privates Geld. Wenn mein privates Geld nicht zurückkommt, dann haben Sie ein ganz, ganz, ganz anderes Problem als das Problem mit der Bank und dem Häuser quasi Ja, nee, zurückgeben. also um Gottes Willen, also da wollen wir ja auch nicht hinaus, ne? Das hoffe ich auch, das hoffe ich, weil Nee, ich nee, habe hier also im wir sind da Staat schon sehr, ehrliche sehr gute Bürger. Bekannte. Gut. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Ich meine, Sie scheinen mir so, schon ehrlich und aufrecht zu sein. Und ja. Wir wollen ja mit dem festen Wohnsitz auch einen gewissen Job eigentlich einschlagen. Genau, richtig, das verstehe ich natürlich und ich helfe natürlich auch gerne. Dann machen wir das so, ich werde das trotzdem ins System eintragen, damit meine Kollegen Bescheid wissen, aber natürlich wird das mein privater Kredit sein. Okay? Okay. Gut. Also ich werde da knapp bei, also wenn ich das jetzt so grob überschlage, bei 11.500, richtig? Kurzen Moment. Ich mache Ihnen sofort alles. Zeige ich Ihnen gleich auf. So, heute haben wir den 30. Uff, ey, das ist ja. 9.19. Das ist schon stattlich. Das ist schon. Ich meine, gut, die 11.500, das ist mal schnell eine Ölrunde oder sowas am Tag. Aber 21 Tage trotzdem. Bitte. Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es echt nicht. Echt schwierig. Jetzt bräuchte ich kurz mal den Ausweis von dem Herrn im blauen Hemd. Ja. Bitte? Komm ein bisschen näher, dann können Sie mir den geben. Nette. Kommen Sie kurz hier. So. Ja, danke. Ja, genau. So, bitteschön. Ja, danke schön. Olaf Meier. Genau. Also. Und wie lange sind Sie jetzt schon in der Stadt? Ja, eine Woche. Eine Woche, okay. Sie wollen einen Kredit von 220.000. Also ich guck, Oder? ich guck, warten Sie mal, ich guck nochmal nach. Was hat er gesagt? 359, wo? Ja. Ja, 230. 200. Über 3 Wochen habe ich jetzt aufgeschrieben. Dann müssen Sie mir 250 zurückgeben. Okay? Innerhalb von 3 Wochen. Falls nicht, wie gesagt. Kann ich das, muss ich da jeden Tag eine Rate vorbeibringen oder kann ich das Nein, 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 Sie können das natürlich alles auf einmal. oder zwischendurch immer mal Teilzahlung? Richtig, Gut, okay. können Sie gerne machen. Das ist perfekt.
Gut so. Gut, dann bräuchte ich noch den Ausweis vom anderen Herrn. Gut, das muss ich mir aufschreiben. Oberhausen! Dankeschön für deinen Host, Dankeschön! Spiel 280 haben sie gesagt. Ja, genau. Gut, dann will ich schlussendlich von ihnen 300.000. Okay, das hört sich doch schon besser an als. Über 21 Tage auch. Das wäre dann quasi bis zum. Was haben wir heute? 30. Bis zum, ja, einfach ein Monat wieder. Nicht ein Monat, sondern 3 Wochen. Das wäre irgendwie der. Wie vielte wäre das denn? 21. Der 21. 20. Nein, schreiben wir 21. Genau. Okay. Und nicht vergessen. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Das macht nicht jeder, was ich jetzt. Das ist richtig. Das ist auch sehr, sehr nett. So. Na gut. Dann hätten wir das so gut. Dann passt das ja so. Gut, dann danke Ihnen für den Ausweis. Dann bitte schön einmal hier unterschreiben. Au, ah, es tut so weh. Zwinkerndes Gesicht mit herausgestreckter Zunge. Sie bitte auch. Wie bitte? Einmal hier unterschreiben. Ja, hier, bitteschön. Dankeschön. Gut, dann ist das erledigt. Sie kriegen jetzt Ihr Geld zuerst. Erster. Kurzen Moment, jetzt muss ich. Bein, hör doch mal auf, mit der Tür rumzuquietschen. Entschuldigung. Zicke! Vielen lieben Dank für dein Resub im 10. 10 lange Monate, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön, Zicke. Das Baby ist da. Ja. Bitteschön. Jetzt gehen wir doch noch zum Tresor, gucke. Ich glaube nicht, dass wir da hingehen. Hallo! Oberhausen, danke für dein Follow, dankeschön, vielen lieben Dank. Dicker Marmorfußboden, du. Sind's alles so. Ob wir den mitnehmen können? Fußboden. Ja. So. der Herr im Weißen, bitte mal. Ja, genau. Zicke, sind es Trillinge, oder? Einmal. Vielen lieben Dank. Schön und... Yami! Grüß dich! Alles gut? Bitte schön. Ah, danke schön. Kein Problem. So, dann passt das, ja. Ja, vielen lieben Dank. Ja, kein Problem. Dann, du, den kenn ich doch. Was, 8 Monate was schon vielleicht noch ganz cool wäre, eine Telefonnummer von Ihnen. Ja, ah, genau, stimmt. Genau. Weil dann könnte man sich dann immer mal absprechen bezüglich dann mal eine Zahlung vorbeibringen. Richtig, gut. Mein Name ist Patrick Schweizer. Das ist Patrick, oh. Komm mal mit dem Handy nicht klar, ne? Patrick Schweizer. Genau. An die Nummer 756. Wie bitte? 7. Ja. 5. 6. 6, ja. Ja. Minus. Ja. 9, 9. Ja. 2. 9. 9, 9, 2, 9. Richtig. Perfekt. War eigentlich schon. Hab ich. Gut, dann passt das, ja. Genau. Perfekt. Gesagt, wenn Sie sonst noch eine Frage haben, gerne bei mir melden. Ich kann Ihnen ja mal schreiben. Genau. Genau. So. Sehr gut. Genau. Ich die gleich mal ein. Sehr gut. Dann passt das so.
Ja, perfekt. Ich habe ihn auch mal geschrieben. Ja, habe ich auch bekommen, Brian. Sehr gut. Ja, du die dann vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ja, kein super, Problem. Danke. Ich helfe gerne auf ihn. Wenn du weiterempfehlen? Zurückkommt, Dankeschön. Ja, na definitiv. Wir bringen auch noch eine Kiste Bier mit. Ja, auf jeden Fall. Das passt dann. Dann sehr gut. Gut, die Herren, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ja, ebenso. Vielen lieben Dank. Ich sperre Ihnen gleich noch kurz die Tür auf, bitteschön. Dankeschön, tschüss. 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 Alter, bitte. Milz, Junge. Was denn? Mal schnell an Automaten. Ja, na sicher. Das ist ja hundeschwer. Schade, dass ich jetzt keine Knarre habe. Meier. Du ein Arschloch. Was wär's? Hätte ich meine Rate direkt zurückzahlen können. Ja. Du hättest ja trotzdem bei mir schlafen können. Pass auf, dann musst du es aber auch richtig machen. Wie richtig? Ja, ja. Sonst hast du... Oh, da muss ich aber aufdrücken hier. Ja. Da, so viel Geld. Schafft das mein Konto überhaupt? Ich hab doch hier bloß so ein Hartz-IV-Konto. Ich hoffe, der Automat hier nimmt das an, so viel. Guck mal, der qualmt auf immer. Ja. Sag mal, wie viel hat er, haben wir gesagt? 359? Ja. Ich 351, ich gehe kaputt. Nein, bei mir nicht. Mir fehlen 20, scheiße. Wie, 20.000? Ja. Nee, gar nicht. Nee, Quatsch, was? 359? Ja. Achso, ach, ich Idiot, ich hab 20 zu viel. Oh, kannst du mir mal 8 leihen? Nein. Och komm. Warte mal, wie war das mit der Knarre? Das ist eh schon eingezahlt, das bringt jetzt nicht mehr. Ja. Scheiße, ich hab mich verrechnet. Alleine der Versuch ist schon stark. Ich hab mich verrechnet. Du bist so ein zehntiger Trottel, ey. Komm, für einen guten Kumpel. Am Arsch. Olaf, komm, fass ihn an. Komm, geh. Ja, komm, auf, ich. Ja, komm. Komm her. Hau ab, verpiss dich. Warte, ich geb dir das Geld. Hau ab. Ach, Mann. Dann zahl ich lieber. Ich mach Nachtschicht. Oh, ich hab mich vertan. Mir fehlen noch 20.000. Ja, was denn jetzt nur? Was? Hä? Hä? Was denn jetzt nur? Ist denn? Hä? Was denn? Ja, fehlt jetzt nur oder nicht? Offiziell fehlt's mir. Quatsch, echt? Inoffiziell habe ich genug. Oh. Was wolltest du haben? 8. Deine Armut kotzt mich immer auf jeden Tag. Ja, ich weiß, die meisten geben 9. Alter. Geh auf der Autobahn mit Kreide malen, Olaf. Oh ja. Ich will doch nicht telefonieren. Willst du jedes Mal mit deinem Telefon? Du bist so süchtig, Junge. Ja, ich muss gucken. Dicke, bis gleich. Wichtig. Danke. Dein Maul. Was mir mal so in den Kopf gekommen ist gerade. Ob ich das wirklich wissen will? Ja, ich habe so eine ganz dumme Vermutung. Hm? Der Makler sagte doch eben irgendwas. Einer, der sich danach in dem gleichen Gebäude ein Apartment holen will, ja, der muss mehr bezahlen. Das heißt, bei mir wird das wahrscheinlich gar nicht hinkommen. Wer weiß nicht, wie viel das steigt. Und der hat doch nur eine. Nee, da sind noch mehr frei da drin in der Butze. Hat er doch gesagt, da sind 5 Buden da drin. Ruf den an, ich will die Butze haben da. Ja. Kriegen wir groben Rabatt? Frag mal, frag mal. Ja, der kann ja eh nicht machen am Preis. Hat er ja gesagt. Ja. Ja, wenn er rangehen würde. Autos langfahren, ey. Klatsch. Klatsch, Alter. Bin ich ja noch nicht mal hacke dicht hier vorne, Junge. Geht ja nicht ans Telefon, weil ich gehe kaputt. Ey, da kann der einmal Geschäfte machen, weißt du, heute doppelt eine halbe Stunde die Ohren voll, ja. Er hat keine Kohle und nichts. Oh, was ist das am Ende, Black? Wie gut, Girls, Alter, Brian, die holen dich ab. Was? Die holen dich ab. Er war's. Das ist er doch. Er war's. Das ist doch der Makler. Ja. Er war's. Ich hab gehört, sie waren erfolgreich.
Das spricht sich aber schnell rum. Ja, ich habe gerade das hier versucht anzurufen. Ich habe überall meine Augen und Ohren. Das macht mir ein bisschen Angst. Deswegen sind sie jetzt gleich zu zweit gekommen wegen Geldtragen, oder wie? Oh, ich werde schon wieder gut. Ja. Das für ein Dackel. Olaf. Hä? Der Makler muss aber auch irgendwie was falsch gemacht haben. Wieso? Naja, ich meine, wenn der Immobilien für so viel Geld verkauft, wird ja mit Sicherheit für ihn davon auch was übrig bleiben. Und dann fährt der so eine bereifte Kasperbude. Der ist doch das nicht hier vorne. Ja, der das lässt sich fahren. Ja. Clever. Ja. Zweimal bitte. Also wollen Sie jetzt die Wohnung haben? Ja. Ja? Also eigentlich nein, aber ja. Gut, dann machen wir das. Dann fahren wir jetzt einmal zum Büro. Ja. Weil da haben ich alle Unterlagen. Okay, wir können bestimmt mit Karte bezahlen, ne? Ja, ja, klar. Gut. Perfekt. Und Lars? Mhm. Fahr zum Autohaus, da wirst du den Patrick treffen. Ja. Ja, der weiß Bescheid. Oberhausen, vielen lieben Dank für 2 Euro Donation. Dankeschön, vielen lieben Dank, Dankeschön. Vielen lieben Dank. So. Die haben hier einfach nur top. Guck dir das Auto an. Guck dir einfach bitte das Auto an. Aber... Der Bubi hat mir eigentlich einen Grafikmod geschickt, wo das Wetter schöner sein soll und ja, das ist ein richtiger Audi RS6. der Bubi hatte mir einen Grafikmod geschickt, da soll das Wetter schöner sein. Ich habe den auch so installiert, wie es in der Anleitung steht, aber... Und wie fanden Sie den Herrn Schweizer? Interessant. Und sehr, sehr nett. Das auf jeden Fall, ja, also das auf jeden Fall. Jo, was geht denn hier? Du gönn dir. Ja, weiterfahren. Haben Sie Ihr Auto versichert? Ja, selbstverständlich. Das ist gut. Ja. Achso, ist ja gut. Die können hier einfach die Straße runterfahren, weil ja. Dann kommen wir an den besten Eingang. Gut, dass ich Bremsen habe. An den für potenzielle Kunden. An potenzielle Kunden? Ist das der VIP-Parkplatz mit goldenen Streifen auf dem Boden? Nein, aber mit rotem Teppich. Mit rotem Teppich, ja, das muss ja auch sein bei dem Preis. Wie ist eigentlich Ihr Gespräch gelaufen? Ach, ganz gut. Eventuell erreicht mal was, ja. Ja, bringt uns dann wahrscheinlich weniger. Können wir dann die Wohnung zurückgeben? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, ob es jetzt so sinnvoll wäre zu kaufen, aber... Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Wahrscheinlich verschenken wir jetzt einen Haufen Kohle damit, aber... Aber Sie haben den großen Vorteil, dass Sie eine Festanstellung bekommen können. Das ist richtig. Und glauben Sie mir, den Festangestellten geht's, denke ich, besser als... Das denke ich auch, ...den Teilzeitarbeitern. Ja, auf jeden Fall. Ja, du bist ja immer gezwungen zu gucken, wo ist gerade die Nachfrage und... Ja, ja. Ich hab's auch nicht einfach, sag ich Ihnen. Ich muss meine Kunden überzeugen, mir Geld zu geben. Ja, das stimmt. Fahren Sie stopp, Rückwärtsgang. Da, ja. Vor den Eingang. Fahren Sie einfach da über den Bürgersteig, gerade eher als Privatgelände. Oh, hier geradeaus? Rückwärts. Hey, rückwärts. Hinten links. So, da. Ja, ja. Ach so, ach hier. Ach, hier ist der rote Teppich. Lukas, grüße, mal moin. Ja, ja. Der ist mit KI gefüllt, Rian. Nee, nicht nochmal einsteigen. So toll war es jetzt da drin auch nicht. Das klingt jetzt aber nicht so schön. Ja, ich bin kein Audi-Fan, aber der R6 ist schon cool. Ja. Muss man sagen. So. Wer will denn von den Herren als erstes? Der Herr Mayer. Der Herr Mayer.
Herr Meier, dann würde ich Sie bitten, einmal hier rumzukommen. Ja, natürlich. Und mir Ihren Personalausweis zu geben. Selbstverständlich. Moment. Bitteschön. Ja, Bubi. Haben wir. Dooferweise. Aber Bubi, siehst du das? Ich habe den Mod installiert, den du mir gegeben hast. Ich habe das so gemacht, wie es eigentlich in der Anleitung stand. Schritt für Schritt wirklich, aber weiß nicht. Ich sehe keinen Unterschied. Entweder habe ich was falsch. Ganz kurz Ihre Telefonnummer. Oh, Moment. Das ist die 918? Ja. Trennung? Ja. 6018. Ja. Ja. Momentan noch Zeitarbeiter, ne? Mhm. Wenn sich da was ändern sollte, bitte kurze SMS. Okay. So. Jetzt das Apartment, was wir uns angeschaut haben, erwerben. Mhm. 259.000, ja? Mhm. So. Sage ich Sie schon. Und das Ganze ohne Alkohol. Ja, Whisky gleich, das ist kein Problem. Nur deswegen habe ich mir eine Immobilie gekauft, nur deswegen. Ja. Ich sehe auch, Riami, frag nicht, was der Olaf da schon wieder tut, frag nicht. Ah, das ist halt Olaf, das ist... Habe ich schon mal Ihre Daten alle eingetragen? Mhm. So. Mich würde mal interessieren, wo der das gerade einträgt. Eine kleine Rechnung. Gibt es da ein extra Menü für? Sehr. Mhm. Ja. Bitteschön. Dann... haben Sie hier. Ah, okay, Bubi. Und Ihre Meldebescheinigung gleichzeitig. Ah, okay, danke. Bitte. Dann würde ich Sie bitten, einmal mit. Ich nehme Platz, genau. Die Plätze zu tauschen, genau. Jawohl. Gut aus. Ja. So. Lassen Sie mich raten, Sie brauchen meinen Ausweis. Richtig, sehr gut. Bitteschön. Ja, guten Durchschnitt. Ryan Mills. Oh. Ohren am. Achso, okay, Bubi. Herr Mills, your phone number, please. Yes. Das ist die 688. Jetzt Olaf wieder arm, ja. Vor allem muss Olaf jetzt noch die Kohle wieder zurückzahlen. 7, bis zum 21.10. Und Sie sind zurzeit beruflich wie tätig? Zeitarbeiter. Arbeitsbuddies. Genau. Warte mal, das war ja jetzt. Ach, genau so war das. Was? Der 112, juhu! 0112 ist auf Rockford Drive. Das passt ja. Das passt. Bin gespannt, was mein Artikel bewirken kann. Jetzt eh zu spät, Bubi. Kannst du sonst wohin schieben. Okay.
Ich hoffe, Sie sagen. Ja, das möchte auch sein, Frau Moderatorin, ja. Es ist. Nein, Riami, alles gut. So. Weizi, Grüße, sei gegrüßt. Aber es macht echt einfach so viel Spaß hier auf dem Server, ohne Witz. Es ist echt Hieroglyphen, ja. Es geht schon wieder los. Weizi, wo kommt das her? Vom Handy oder was? Ausnahmsweise. So. Oh. Auch für 359. Okay. Weil eigentlich ist ja direkt jetzt gestiegen. Von ihrem Kollegen, aber da es im Prinzip zeitgleich geschehen ist, machen wir das jetzt so. Sehr nett, danke. Der fährt einen dicken Audi, der kann ruhig mehr bezahlen. Ja, deswegen muss ich weniger, noch weniger bezahlen als du. Ich kann mein Auto noch finanzieren. Weiß nicht, was das ist dabei, Weizi, ne? Ob der, ist der vom Handy? Der reagiert ja nicht. Hört wahrscheinlich nichts. Eine kleine Rechnung. Ich habe einiges aufzuholen. Die sind auch gerade am Zwerg rupfen wie die Wilden, Riami. Gerade Jane und Joa, die sind da. Bin auch am Handy. Ja, aber weiß nicht, guck mal, was bei Weizi, da kommen ja nur Hieroglyphen. Auch ihre Schlüssel und Überraschung, ihre Apartments liegen da. Ist er über mir oder unter mir? Nebeneinander, ja gut. Neben dir, Olaf. Selber Flur. Ey, du machst Krach da drüben, Junge, dann komm ich rüber. Machst du einmal die Musikanlage an, Junge, dann ist aber Zappenduster, komm ich rüber. Ich sehe schon, das kann gut werden. Das wird interessant, ja. Da wird öfter die Polizei vor der Tür stehen. Ja. Wahrscheinlich wir selber, was? Ja. Hoffentlich. Gut. Ja, das könnte natürlich sein, Riami. Würde ich sagen, war das doch ein erfolgreicher Tag, oder? Aber sowas von. Ja, zumindest für Sie, ja. Ich wollte es gerade sagen. Für den Banker war es gut. Ja, den ersten Zeitungsartikel abgegeben, ne? Morgen werden die Preise runtergesetzt, heute nochmal das dicke Geld gescheffelt. Ich sehe es auch schon kommen. Ja. Dann reite ich hier aber nochmal ein. Morgen steht in der Zeitung eine Annonce drin, verkaufe Wohnungen für 50.000. Ich glaube, da komme ich hier nochmal vorbei und springe einfach aus dem Fenster. Morgen sind der Banker und ich schön in der Schweiz oder irgendwo auf dem Malediven. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und lassen das Geld arbeiten. Da komme ich nochmal vorbei, da springe ich hier direkt aus dem Fenster. Instant. Olaf, ich guck mit dem Fernrohr, guck ich zu, ob du auch landest. Ja, jetzt kann ja der Zoll kommen, das ist ja wurscht. Auto haben sie auch dabei, wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch alle nochmal in die frische Luft, ne? Soll gut tun. Ja, ne? Die brauche ich auch auf den Schrecken hier. Wie war das jetzt mit dem Whisky? Ach ja, stimmt. Ach, das Wichtigste. Alter, das geht schon gut los. Ich habe aber gar kein Whisky dabei. Aber das ist nicht schlimm, ich muss noch fahren. Ich habe ein Pinot dabei. Ein was? Ein Pinot, ein schönes Weinchen. Nee, danke. Da kriege ich Sodbrennen. Sodbrennen. Was mit der leckeren Pizza? Ja, die gönne ich mir wahrscheinlich nachher. Kann ich eine Pizza-Smoothie haben? Ich kann Ihnen Eistee und Pizza geben, können Sie es selbst für rühren. Egal, ist sowieso alles zu eins. Ja, das stimmt. Ja. Schön mit Strohhalm. Flup, 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 flup. Wie ist denn Ihr Spitzname? Von wem? Von Ihnen. Von mir? Ja. Milli. Hey, ist das was mit einem Zwerg oder ist das was mit einem anderen? Was mit Mandeln? Ich hab welche. Nee, mit irgendwas mit Hollywood oder irgendwas mit Master. Hä? Naja, Ihr Spitzname. Mein Spitzname ist Milli. Ja. Was mit Hollywood Gaming oder was mit Master Zwerg? Wenn ich Ihnen jetzt was geben soll. Oh, was denn jetzt? Achso. Wem möchten Sie denn was geben? Weiß oder hellblau?
Ja, Sie wollten doch einen Eistee haben mit einer Pizza oder nicht? Achso. Nein, ich hab genug. Der Säufer steht da. Hey, Moment mal. Was ist denn ein Säufer? Genießer. Gut, manchmal artet es aus, das Genießen, aber. Ja, lecker, ne? Ja, wenn es einmal läuft, ne? Immer schön das Bein runter. So, wir sollten fahren. Sonst artet das ja noch aus. Nee, Riami, dachte ich auch erst. Sowieso immer. Aber wenn man hier was geben will und man steht so in der Gruppe, sieht man die Namen von den anderen und da stehen halt leider die, also nicht die Ingame-Namen, sondern die, die da am Auto. Toll, ne? Dahinter stehen. Das ist ja praktisch, ja. Aber so oft kommen wir hier nicht nochmal vorbei. Okay. Wahrscheinlich nicht. Gibt's tolle Sachen. Ja, ganz toll. Olaf. Ja? Wo wohnen wir nochmal? Das sollte auf Ihrem Navi vermerkt sein. Mit der Audi-App. Gucken Sie mal. Da muss ein weißes Haus sein. Ich hab's gefunden. steigen Sie ruhig ein. Ach so, hä? Ihr steht ja immer noch da. Ich wollte gerade Gas geben. Nee, ich hol mein eigenes Auto. Ach so, okay. Ja, ja, alles gut. Treffen wir uns da. Wo? Wer trifft sich wo? Achso, wollten Sie nicht noch mit? Nee, ich muss noch. Achso, ja, dann, das klang jetzt so, als wollten Sie noch mal mit hinkommen, deswegen. Dann, vielen lieben Dank. Ja, bitte, bitte. Und dann noch gute Geschäfte. Ja, viel Spaß in den Wohnungen und wenn irgendwas ist, rufen Sie an, ne? Ja. Wie ist denn das, wie ist denn das überhaupt mit dem Winterdienst? Das ist eine gute Frage. Das weiß noch nicht mal die Stadtverwaltung. Oh, das ist... Angestellt. Okay. Gut, dann kaufe ich mir mal lieber sicherheitshalber einen Schneeschieber. Ja, oder ein bisschen Salz, ne? Ja. Ach, da frage ich einfach einen Nachbarn. Ja. Ja. Dann auf Wiedersehen. Alles klar, vielen lieben Dank. Schönen Abend noch. Wiedergesehen. Ab geht's. Ja, ich dachte auch erst Riami. Uff, was will er denn jetzt? Alter Olaf, der trinkt doch selber jeden Morgen. Alter, ja, deswegen hat er da nichts mehr gehabt. Deswegen hat er nichts mehr gehabt? Ja, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was der von mir wollte. Der knallt sich die Jacke weg hier. Ich will auch nicht. Gut, der... Naja. Ja, tschüss. Mach's gut. Willst du nicht mal losfahren? Oder wie lange willst du hier noch rumstehen? Bis grün ist, komm, fahr in die Butze. Ich will meine Bewerbung schreiben. Ich komm jetzt ein Panzer und überrollt uns. Karma. Da kam der Bus. Alter. Brian, wir haben so viel Geld ausgegeben. Wir sind so doof. Ich hab's direkt nachdem ich's hatte, hab ich's bereut. Ja. Ich schon vorher, aber. Das Maklerbüro hat jetzt geschlossen. Ja, natürlich. Ja, der hat ja schon einen Flieger gebucht, wa? Das ist. Ich sehe es echt, komm morgen, kriegst du die Immobilien für 80.000. Ey, da, ne? Also. Da halt dich ein. Da kannst du einen drauf lassen. Uff. Uff. Wo stehe ich eigentlich schon wieder, Olaf? Da frage ich mich die ganze Zeit, was du hier machst. Weiß ich doch auch nicht. Jetzt hier links gekonnt. Ja, ist grün! Achso. Alter, ey. Hab ich doch. Sag doch das. Ich sehe das doch nicht, ich bin alt. Ja, du bist vorbeigefahren. Nein, der Eingang ist doch hier vorne. Ja, aber der Parkplatz ist eventuell auf der Rückseite? Das ist kein Parkplatz. Natürlich hat er doch gesagt, dass du da dein Auto abstellen kannst. Bist du eigentlich. Das kann ich auch hier abstellen. Kernbehindert, Junge. Schließ ab. Olaf. Ja, bitte? Schleuder dir mal ein. Ja, das mache ich jetzt direkt. Erstmal schön auf die Couch. Ach, pfui. Bis gleich. Ja. Hä? Alter, geh aus meiner Bude raus. Du bist in meiner. Du, was? Ja, hier ist doch... Ha ha ha!
Schön. Hä? Verpiss dich! Geh deine Butze! Haben wir jetzt doch eine WG? Hat ihr uns abgezogen? Wow. Voll verarscht worden. Der hat uns voll abgezogen. Deswegen ist auch das Maklerbüro zu. Die Sau. Der fliegt jetzt aus. Was? Ich soll mitkommen? Nee, nee, das Sie wissen ja jetzt, wo sie wohnen. Da können sie auch alleine hin. Ja, natürlich. Ja. Assi. Der hat dir den gleichen Schlüssel gegeben. Ey, was eine Pissbirne. Ey, den suche ich. Den suche ich. Mein erster Weg führt jetzt direkt zum Ammunition. Ja. Erstmal aufmunitionieren. Ja. Dann erstmal den Tower in Brand setzen. Unfassbar. Das geht ja. Olaf, was steht, wo ich wohne? Wie, was steht, wo ich wohne? 0112 Savon Rockford Drive. Der steht bei mir auch. Das ist ja die gleiche Straße und Hausnummer. Da steht ja doch nicht, in welcher Wohnung du wohnst. Stehst da nicht? Wo war? Sau. Kannst du ja meinen Kleiderschrank? Ja, sicher. Das ist mein Kleiderschrank. Das ist meiner. Hau ab. Ich kann hier meine Kleidung deponieren. Ja, Olaf. Ah. Mein Bett. Günstig. Haben wir Nahrungsplatz. Olaf. Beide Schränke sind aber getrennt. Okay. Ich schlaf am Fenster. Achso. Was? Ja. Fällst du wieder raus? Ja, eben. Deswegen schlafe ich ja am Fenster. Ja. Wie passt denn? Olaf. Wie viel passt denn hier in die Kommode rein? Sag mal. Weiß ich nicht, warum. Wie kommst du darauf? Krieg ich das Holz hier rein? Ich habe nämlich noch geschnittenes Holz. Oh, echt? Ja, Hä? Was denn? Sag mal. Tschüss. Ja, mal Zocker TV, Grüße, moin moin. Weizi. Ist. Alter, verpiss dich doch aus meiner Bude, Junge. Junge, ich klatsch dir, das ist meine Butze. Ich glaub, der Schrank ist wirklich zu klein für die Holzbretter. Man könnte das wohl liegen, Olaf. Kann ich ja mal versuchen. Ja, versuch ich mal. Ich krieg hier oben nicht mal ein Feuerzeug rein. Weizi, schreibst du immer noch vom Handy? Oder ist der Bug immer noch vom Handy aus, oder was? Ich konnte ein Brot reinlegen. Echt? Nee, konnte ich nicht. Schrank ist kaputt, der hat uns ja verpizza. Ja, Schränke funktionieren super. Am besten nageln wir die zu, Olaf. Du hast ja noch ein paar Bretter. Ja, wir nageln die Fenster zu. Alter, geh weg, ich muss sowieso kacken. Boah. Mach bloß Fenster auf. Boah, ist da überhaupt eins? Nö. Was willst denn du für den Preis noch da ein Fenster im Bad haben, sag mal? Da ist eins. Ach, echt? So ein kleines, aber das ist schon zu. Oder was soll das sein? Das habe ich gerade zugenagelt. Olaf, so sieht. Geh doch von der Tür weg, Alter. Alter, verpiss dich. Du stirbst jetzt in meinem Badezimmer. Guck mal, hinter dir ist ein roter Luftballon. Aua! Ja. Mein Bett. Schlaf am Fenster, hab ich dir gesagt. Wie für billige 30.360, ja. Ja. Das Geld war's wert, ne? Ja, nee. Alter, hier sind die ganzen Pornoheftchen, guck mal. Aber, weißt du, was wir jetzt mal machen? Was denn?
Wir könnten eigentlich gleich mal noch, wir haben heute einmal so viel Glück. Wollen wir das Glück gleich mal noch ausreizen? Achso, zum Kann Nichtskönner! Ja. Originale Nichtskönner! Ich habe keine Bewerbung. Probier mal schnell mal hin und du schreibst bloß deinen Namen. Ich wollte fragen, ob wie das aussieht, ob überhaupt wer da ist. Ja, dann los. Hallo. Komm, ich muss auch mal zum Shop. Ich brauche unbedingt Futter. Mamfi. Hat dir doch eben erst was gegeben. Olaf Blauzi hat Hunger. Der Banker hat dir doch eben erst was gegeben. Der Banker hat mir auch nicht gegeben. Wie das? Ah ne, der andere Typ. Der andere Kasper. Da, ja, der, die zwei Sandwiches da. Guck mal, mein Auto kann automatisch die Türen öffnen. Also zumindest die Beifahrertür. Ja. Ist serienmäßig bei Audi. Inflation, ja. Schnäppele, ja, so richtig Schnäppele. Das ist nicht die WG, die ihr braucht, aber die WG, die ihr verdient. Ja, wir sind ja total zentral. Wie weit haben wir es denn von hier auf Arbeit? Also wenn wir den Job kriegen. Oh, so bloß die Straße lang runter. Ja, ja. Hier ist gleich der Waschanlage. Eine Ammunition. Ja, der ist ganz wichtig. Der ist alles am Stissel, Junge. Tanken kannst du hier auch direkt. Hä? Wie, hä? Das ist eine Tankstelle. Ja, ja, mein Auto hat gerade so komisch gemacht. Ja, der toll, das ist... Ach, ich warte im Auto. Brauchst du nix, oder was? Nee. Guten Tag. Oh, Brot ist billiger geworden. Sandwiches? Wasser? Wasser ist ja teuer geworden. Meine Fresse. Edelwasser oder was? Telefon ist teuer geworden. Uff. Feuerzeug 50. Zippo oder was? Zigarette 4 Dollar, das ist gut. Was nehmen wir? Nehmen wir 3 Brote. Wasser. Uff. Warte mal. Ja. Sandwich. Ja. Wir fehlen 5 Minuten, Terrin. Ist das dein Ernst? Geile Mutter. Voll den Groove, guck mal. Yeah. Bitch. Da kommt ein Auto! Hab ich doch gesehen. Ich bin doch Präzisionsfahrer. So, wo war denn das PD? Ist das jetzt dein Ernst? Was? Hast du das jetzt wirklich gefragt? Mich? Alter. Schau doch mal diese News. Lügenpresse, Lügenpresse, hey. Lügenpresse, halt die Fresse, hey. Hey. Kannst du hier mal was Gescheites anmachen hier auf dein Bumsradio, sag mal? Yeah, howdy, Partner! Wenn man hier der Radio gestellt. Oh, Olaf, bete, dass nichts von links oder rechts kommt. Du weißt schon, wo wir jetzt gerade hinfahren wollen? Oh, da bekam schon einer. Guck mal, stehen Autos draußen. Also muss wohl wer da sein. Ist noch grün. Natürlich, in jeder Farbe steckt ein bisschen grün. Ach so, darf ich überhaupt... Ja, natürlich, ich bin Gast hier, hallo? Das ist die Sperrfläche, du Depp! Wo soll ich hier parken? Halt dann auf dem Parkplatz eventuell? Boah, ey, ist das hier euer Ernst? Aber was ist denn hier... Oh, jetzt fährt er immer falsch rum mit Einbahnstraße. Ich hab ausgemacht, ich mach das wieder an. Ich muss jetzt noch hin, oder? Die Schnauze. Oh, Auto geht nicht zu. Oh, oh, oh. Was ist? Ja, ne, ich warte nur auf dich. Ja, ich warte auf dich. Junge, Junge. Ah, Olaf. Du bist auch so ein Trottel, ne? Hä? Um deine Ausbildung zu beschleunigen, wäre es vielleicht intelligenter gewesen, dir noch einen Kredit zu holen, damit du dir einen Waffenschein holen kannst.
Wäre ich wohl vor dir befördert, wa? Ich hab ja einen. Den habe ich morgen auch. Zahl du erstmal morgen deine Rate zurück. Da war ja was. Gut, da sind bloß 11. Ich weiß gar nicht, was muss ich zurückbezahlen? Na, wie fährst du? Ich muss 300.000 zurückbezahlen. 300? Durch 21. Macht 1, 2, 3 ganz viele. Mhm. Macht 1, 2, 3 ganz viele. Jaha. Was? Benimm die jetzt. Ja. Ein Anzug. Ja, versuchen. Guten Abend! Okay, also reicht sowas nicht hier. Ja. Ich weiß jetzt nicht, zum Vorstellungsgespräch hatte ich zum Beispiel einen Anzug. Ich hab zu dir gesagt, du sollst dich benehmen. Ja, das reicht auch. Was? Ich hab zu dir gerade gesagt, du sollst dich benehmen. Würde ich sagen, meinst doch. Nicht reinkommen, direkt rumschreien. Ich begrüße die Leute. Geduld. Besser als wenn man einfach nur hier reinkommt und nichts sagt. Das ist schon direkt unfreundlich. Flexibilität, Belastbarkeit, Spaß und Erfahrung im Umgang mit Bürgern. Ich glaube, der wäre auch. Fester Wohnsitz. Ich weiß nicht, ob sie einen festen Wohnsitz haben. Was? Perfekt. Interesse an die Polizeiarbeit? Auf jeden Fall. Perfekt. Körperliche Kondition? Auf jeden Fall. Perfekt. Erfahrung im Staat? Körperliche Kondition. Ich bin Tier. Super. Waffenschein? Dann nach dem Geruch zu urteilen, ja. Nein. Nicht schlimm, machen Sie nochmal eine Ausbildung. Haben Sie Impfungen? Machen wir. Oh nein, die müssen wir auch noch machen. So, Ablauf einer Bewerbung. Also noch Impfungen machen. Einreichen einer schriftlichen Bewerbung. Impf was? Angaben zur Person, kurzen Lebenslauf, Beweggründe für die Bewerbung und Gründe, warum genau Sie für diesen Dienst als Polizist geeignet sind. Diese Bewerbung wird persönlich im PD an die zuständige Polizisten übergeben. Vor Vorladung zum persönlichen Gespräch, drittens Durchlaufen des Eignungstests und viertens Ausbildung zum Polizeianwärter. Irgendwelche Fragen, Herr Dürks? Nö. Super. So. Dann war's das schon mal. Ja, ja. Perfekt. Wenn müssen Sie jetzt noch irgendwo hin? Kommen Sie einfach morgen wieder, ne? Was? Ja, müssen Sie noch irgendwo hin? Ich nicht, nee. Ich laufe jetzt nochmal noch eine Runde und dann war's das. So. Ja. Gut. Ich hätte mal mit meinem neuen Auto eine Runde drehen können. Nee, danke du. Ich muss. Ich bin schon seit heute Morgen wach. Kann man Ihnen denn noch weiterhelfen? Indirekt, was wäre denn direkt? Super, perfekt. Haben Sie eventuell zugehört gehabt, was ich da gerade. Perfekt, gut. Im Bürgerforum finden Sie eigentlich alles zu den Bewerbungsunterlagen, sage ich jetzt mal. Also, was man da benötigt, Voraussetzungen und so weiter und so hat. Ja. Einfach eine schriftliche Bewerbung hier einreichen im PD und einen Polizisten wie mir. Oder sogar eventuell direkt den Herr Ulfig, Herr Jackson oder Co. abgeben. Okay. Ja. Gut. Haben Sie denn sonst doch allgemein alle drei hier Fragen? Da ist jetzt niemand da, ne? Nochmal bitte? Ich sag, da ist jetzt niemand da von den Personen. Von dem Herr Jackson oder Herr Ulfig ist keiner da, nein. Es ist nur noch der Herr Rast ist nur noch im Dienst. Okay. Ja, dann werden wir morgen nochmal vorbeischauen. Würde ich gerade sagen. Oder haben Sie jetzt aktuell die Bewerbung hier, oder wie? Jetzt gerade nicht hier auf der Schnelle, aber... Okay, weil sonst hätte ich die direkt schon in den Fach legen können bei denen. Mm. Sonst, morgen bin ich auch wieder da. Okay. Ist ja Herr Schwer. Ich fahre jetzt mal schnell ins Krankenhaus. Jo, machen Sie das. Bis dann, ja. Also einen schönen Abend noch, einen schönen Abend. Jo, ebenfalls. Was für Impfungen braucht man denn? Gegen was? Ja, allgemeine Impfungen. Müssen Sie einfach ins Krankenhaus mal fahren, da fragen nach Impfungen für den Polizeieinstellungstest. Achso, da bist du dann schon bescheuert. Okay. Einen könnte ich mitnehmen. Ja, wir sind selber mitnehmen. Wir haben ja. Ja, okay. Aber trotzdem danke. Bitteschön, dann wünsche ich Ihnen. Hallo. Gut. Noch irgendwelche Fragen oder Co.? Nö, dann erstmal nicht. Das war's schon. Genau. Perfekt. Dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen und dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen. Jo, danke schön. Auch so, danke. Jo, dann, hier drin ist keiner. Ich müsste sonst abschließen. Ja, ja. Nee, alles gut, wir sind schon weg. Schönen Feierabend. Ja. Nee, alles gut. Schönen Feierabend. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. Snow Angel, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen. Dankeschön, vielen lieben. Ab ins Krankenhaus. Ja, wollte ich jetzt auch sagen. Lass mal schnell hinfahren. Eilung. Haben wir das auch schon.
dann schnell noch an war da ein PC da in der Bude irgendwo? Ach ja, da kommen sie doch. Die Kollegen. Nee, ich glaube nicht. Doch, das waren auch die Kollegen. Aber die anderen. Na hier, die Kollegen. Alles für den Dackel, alles für den Club, unser alles Leben für den Hund. Auf geht's, weißt du, wo das Krankenhaus ist? Junge, ich kann dir sagen, wie spät war das? Ah, da lang, da, ich hab dir schon oft. Junge, du bist einfach nicht würdig für dieses Auto, du bist es einfach nicht würdig. Aber Olaf, ich hab es. Ja, ich bin. Oh, das war jetzt total intelligent hier zu hupen. Fahr da einfach, hier ist ja keiner mehr. Alter, bist du irre? Ich fahr doch schon. Lass mich mal machen. Ja. Es wird Zeit, dass wir zusammen auf Streife fahren, dann fahr ich wieder. Siehst du, das war der Kopf. Und du stehst hier. Es ist rot. Ja, der hatte auch ein rotes Auto. Fahr jetzt, es ist grün. Grüner wird's nicht. Mann, da. Ist der rechts lang gefahren, oder was? Mann, du, ja, fahr jetzt. Ja, ich fahr doch schon. Mein Gott, ey. Mann. Oh Gott. Ja, gut, dass ich abgebremst habe. Oder dann hätten sie uns jetzt hier vom Asphalt kratzen können. Oh. Ja, moin. Ja, gönnt euch. Machen die hier? Die Karre ist viel zu tief, guck mal. Was? Die Karre ist viel zu tief. Ja. Links, ne? Ach was, mag Sachen. Naja, es ist immer so bei dir. Olaf, halt die Klappe. Darf ich hier stehen? Ja, ja, ist der rote Bordstein, ne? Alter. Was machst denn du jedes Mal die Beifahrertür wieder auf, wenn ich die zumache? Ich schließe ab, Mann! Konstruktionsfehler, hab ich eben schon gesagt. So, Lüftungsklappe oder was? Ich laufe mal. Ja. Das ist mir zu riskant auf der Straße. Ach ja. Du lauf doch nicht so schnell. Warum nicht? Ach, da ist er ja schon. Ja, grüß Gott. Da, hui. Ohlala. Den meine entzündeten Äuglein da. waren sie schon drin? Was? Da sind die Ärzte. Hallo. Waren sie schon drin? Ja, red nicht mit mir. Hallo. Hallo. Bitte. Hallo. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Impfungen. Impfung. 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 Für Polizeidienst, bitte. Jetzt. Wenn's geht. Die Impfung, soweit wie ich weiß, müssen wir erst bestellen, ne? Also ja, die haben sich parat. What? Also die Impfungen, die werden noch bestellt. Also die Lieferungen dauern noch ein bisschen. Wie lange? Hat der Polizeipräsident oder die Leitung da irgendwas zu gesagt oder? Kommen sie von freiwillig? Nee, da war keiner da, die meinten bloß, Ja, also der Ralf Schwer, falls Sie ihn kennen, hat uns gesagt, ja, wir sollen die Bewerbung schreiben, morgen abgeben und heute impfen. Ja, der Schwer, der labert viel. Das ist ein Kollege von mir. Und der Herr Meier hat es gestern zu mir auch gesagt. Na, dann ist was anderes. Dann ist es was anderes. Also, mir wurde gesagt, weil dass die Impfungen noch unterwegs sind. Seit eine Woche. Okay. Was, auf die Impfung? Ja. Ach du Scheiße. Ja, können Sie uns nicht einfach so ein. Der Lieferant, der streikt irgendwie ein bisschen. Können Sie uns nicht einfach einen Aufkleber ins Heft kleben? Nein. Sticker. Sticker, so ein Minion oder so. Können wir leider nicht. Na? Genau. Ja, und nu? Ja, dann kriegen wir nämlich Ärger. Ja, Sie müssen sich einfach gedulden, bis der Lieferant dann im Prinzip die Medikamente Sie können, uns liefert. Wenn das ein Problem ist mit der Leitung, also ich kenne jetzt den Herrn Ulf, ich glaube, soweit eigentlich. Ich meine, hätte ich schon mal ein paar Mal in Einsätzen getroffen. Wenn der irgendwie sagt, ja, das geht von uns nicht, dann wird er damit Verständnis haben, wenn nicht, soll er zu uns kommen. Ich denke mal, nächste Woche, zwei Wochen sind sie spätestens da. Ja, zum spreche ich nochmal mit dem Herrn Schumann. Mit dem habe ich sehr guten Kontakt.
Ja, ne, das wäre ja Quatsch, wenn es jetzt daran hapert, ne? Ja, da ist zu helfen. Also, ich verspreche Ihnen, da wird Ihr Job von nicht abhängig sein, glaube ich, zumindest. Also, ich kann mich, ich habe noch keinen geimpft von der Polizei. Ich weiß nicht, was die Kollegen gemacht haben, wo auch immer die den Schlüssel haben von dem Schrank, wo Impfungen drin sind. Der ist leider nicht durchsichtig, der Schrank. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwelche drin sind. Den Schrank, wo ich Zugriff drauf habe, da sind keine drin. Okay. Deswegen kann ich auch keine impfen. Wenn das ein anderer Kollege gemacht hat, ist das wohl so, aber ich kann da nichts machen. Mir wurde auch gesagt, dass die Impfungen noch unterwegs sind. Ob das irgendein anderer Kollege schon irgendwie anders gestimmt hat, weiß ich nicht. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen an das Land fliegen, uns zu impfen. Ja, wer weiß, was man sich da wegholt. Ja, aber ich warte schon eine Woche. Ja, dann muss es ohne gehen, ne? Es kann ja nicht sein, dass es jetzt da dran hauert. Ich werde sagen. Ja, also ich meine auch, dass es ohne geht vorerst. Ja. Können wir ja dann immer noch machen, das ist ja nicht das Ding. Ja, Sie können ja gerne mal fragen, wer ist jetzt gerade, wissen Sie, wer da bei der Polizei gerade in der die Schicht hat? Wie hat er geschlacht? Ja, habe ich schon wieder vergessen, ich hab's nicht so mit Namen. Ja, der hat geschlacht. Ja. Ja, müssen wir dann morgen nochmal abquatschen. Morgen wird ja vielleicht einer von der Leitung da sein. Ja. Zur Not können die sich ja dann mit Ihnen selber nochmal kurz schließen. Weil der Wille war da, kann ich nicht. Wahrscheinlich dann erst Mittwoch. Ja, gut. Ich werde mich aber auch mal mit meiner Leitung da kurz schließen, wie das da aussieht. Ja, das wäre cool. Dass wir da noch ein bisschen Druck machen, aber ja, wie gesagt. Tut uns leid, aber. Wer ist denn Ihre Leitung? Leitung ist stellvertretend der Herr Kohl. Den kenne ich persönlich. Der Junge ist sportlich. Ja, das Problem ist, vieles hängt halt noch von dem anderen Herrn ab, der jetzt noch eine Woche, sag ich mal, Urlaub hat. Den Dr. Henry Fischer. Genau. Also, wenn der hier ist, wenn Sie den mal irgendwann sehen sollten und den fragen, der muss Ihnen eine Antwort geben. Wenn er Ihnen keine Antwort gibt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Okay. Das heißt, das ist so viel wie der Crawl ist seit 2 Frühschicht ab 3 Uhr. Glaube ich zumindest. Oberhausen, vielen lieben Dank und schlaf gut. Gute Nacht. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Na gut. Dann trotzdem vielen Dank. Ja. Und ruhigen Dienst noch. Ja, danke. Oh, schönen Tag noch. Tschö. Achso, hatte eben einer von Ihnen hier geschrieben? Was? Ja, nicht mal. Ich muss kurz mal. Ach nee. Habt ihr einen LKW-Führerschein? Ja. Ja. Habt ihr Lust, Geld zu machen? Inwiefern? Ja, Ron Ölindustrie. Das ist gerade was am Boomen. Wo Echt? Steht's denn? Bei 1000 noch irgendwas. Was? Wir treffen uns beim Arbeitsamt. Ja, nee. 1000? Alter. Ey, lässt er mich zu Hause raus? Ja, ja, natürlich. Was? Lass mich in die Putze raus, bitte, dann kannst du gleich weiter. Eine Tour kannst du noch machen. Nein. Wo wohnt ihr noch? Achso. Ja, moin. Alter, 1000, das ist ja, Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Kreditbon abbezahlt, doch, muss ich sagen. Riami will ich schon, aber um 4 klingelt der Wecker. Das ist halt, sonst wäre ich jetzt noch eine Runde gefahren, aber das schaffe ich nicht. Belastend, ja. danke dir. Ja, reingehauen. Fahr mal hin, du kannst mich ja dann mal schnell anrufen, ob das wirklich so ist. Ja, ich fahr hin. Jo. Ich melde mich sofort. Ja.